Willkommen meine lieben Freunde zu New Super Mario Bros. Für den Nintendo DS hier in Welt 4-6. Yeah! Wir haben im letzten Part leider nur zwei Level geschafft. Es war auch ein wenig ruhiger. Es war ein bisschen früher am Morgen und ich war mir auch unsicher, weil ich war nicht ganz zufrieden mit dem Part. Also weil es war wirklich ein bisschen episch, statt tot. Ich wollte ihn aber trotzdem hochladen, weil ich fand auch mal, so ein ruhiger Part geht auch mal und so. Man sollte eigentlich keine Videos hochladen, mit denen man nicht ganz so zufrieden ist oder mit denen man nicht zufrieden ist. Bei dem war ich mir halt unsicher. Deswegen, ja, verzeiht mir mal, wenn es halt nicht so gut war. Okay, weil ich sag doch nicht, dass meine Parts im Allgemeinen gut sind, aber jetzt halt so, nicht so gut wie sonst. Okay, in Anführungszeichen gut, also noch schlechter als sonst, so nach dem Motto. Nein, ich finde jetzt meine Let's... Also, man sollte nicht immer sagen, ja, die eigenen Let's Plays sind schlecht. Man sollte damit zufrieden sein. Und ich bin zurzeit recht zufrieden mit meinen eigenen Let's Plays. Und das war natürlich doof, dass wir müssen nämlich eigentlich hier lang. Also, ich bin recht zufrieden. Also, jetzt hier nicht, ne, ich bin der beste Let's Player überhaupt. Aber ich bin zufrieden, wie das alles läuft. Und mir gefällt's. Ich bin auch gerade dabei, ein neues Projekt aufzunehmen. Schon 7 Parts. Und das bringt einfach gerade so Bock, Leute. Also, deswegen, ich bin vor allem damit zufrieden. Also, wenn ich jetzt hier schon von Zufriedenheit spreche. Und ist hier irgendwas? Nö, ich dachte, hier kommt vielleicht eine Rank oder so raus. Also, ja, das ist auch immer so ein Thema. Das hört sich dann direkt so arrogant an oder so, was weiß ich was. Aber man sollte das auch einfach mal ansprechen. Also, man sollte wirklich zufrieden sein. Also, wenn ihr selber Let's Player seid, hoffentlich zufrieden mit euren Let's Plays. Weil, wenn nicht, dann müsst ihr irgendwas ändern. Weil man sollte schon mit seinen eigenen Let's Plays immerhin zufrieden sein. Man muss jetzt nicht sagen, yo, ich habe die besten Let's Plays überhaupt. Aber man muss sagen, okay, kann man sich anschauen. Ich selber kann es mir anschauen, wenn ich es mir halt mal anschaue, dann kann ich es mir anschauen und so. So nach dem Motto, ne? Und vielleicht müssen wir in die gelbe Röhre rein, oder? Weil, nö. Dieser Cooper. Wir haben glücklicherweise schon die Halbzeit-Flagge betätigt, somit ist das nicht allzu schlimm. Aber trotzdem, ich habe gerade nicht darauf geachtet, dass da noch der Flying Cooper war. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz die Starcoin holen. Das machen wir dann einfach mal ganz kurz hier. Los, gib mir die Starcoin. Und ich möchte endlich noch mal gucken, ob da ein Power-Up drin ist, aber ich traue mich nicht wegen dieser giftigen Brühe. Ich dachte, da kommt keine Piranha raus. Deswegen wollte ich eigentlich ausprobieren, ob ich da rein kann, aber das hat nicht ganz geklappt. Glücklicherweise haben wir immer noch die Halbzeitflagge, also geht das ja noch. Noch haben wir 6 Ups, also noch läuft es, aber mal schauen, wie lange. Und ist da ein Power-Up drin? Ach, ich komme da nicht ran. Ich komme da leider nicht ran. Wäre ich jetzt ein großer Mario gewesen, wäre ich da rangekommen. Nur müsste ich dann auch irgendwie da hochkommen für die Blume, ne? So, jetzt kommt hier dieser Cooper. Wie komme ich denn bei dieser Stelle am besten vorbei? Weil der kommt ja schon sehr weit. So, und... Okay, wir haben es geschafft. Wie komme ich jetzt an den Block? So, und dann so, und... Okay, gut, wir haben es geschafft. Okay, hier ist hoffentlich jetzt ein Starcoin, oder? Hier ist ein Secret Exit, oder? Wieso geht es jetzt hier so... Okay, hier ist ein Starcoin. Ich dachte, jetzt kommt hier ein Secret Exit oder so. Das hätte mich jetzt schon stark überrascht. Vielleicht kommt hier sogar ein Power-Up, oder? Nee, ein One-Up. Ja, okay, jetzt haben wir aber schon mal 3 Starcoins. Also alle 3. Und wir haben bis jetzt das Level gut überstanden. Hoffentlich bleibt das auch so. Ich werde jetzt einmal ganz kurz... So, zack. Und... Das war echt nicht gut. Entweder hat der Sprungknopf gehakt oder ich habe wirklich zu lasch auf den Sprungknopf gedrückt. Ich schieb's jetzt mal nicht auf den Controller, sondern auf meine eigene Dummheit. Und jetzt schaffe ich noch nicht mal, die Starcoin zu holen, weil, ja, ich habe mich jetzt extra getötet, weil ich brauche natürlich noch die Starcoin. Ich möchte hier nicht nochmal rein. Ich möchte jetzt schon die Starcoin bekommen. Also das Level ist echt nicht schwierig, aber ich halte mich gerade wirklich ein bisschen zu lange bei diesem Level auf, um ehrlich zu sein. Also das Level ist nicht allzu schwierig. Es geht recht schnell voran. Wir hatten hier gerade eben schon die dritte Starcoin. Wir waren auch vor der Röhre, die uns zum Ziel bringt. Und dann muss ich natürlich sterben. Jetzt habe ich mich an der Luft verschluckt. Irgendwie habe ich das bis jetzt, glaube ich, 3-mal in meiner kompletten Let's Player-Karriere, in Anführungszeichen, geschafft, dass ich mich an der Luft verschlucke. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich schaffe es wirklich. Ich schaffe es, mich an der Luft zu verschlucken, während ich spreche oder so. Jetzt komm, wieso gehst du das jetzt hoch? Komm, geh hoch. Gut, also ein bisschen jetzt schon, aber komm, jetzt lass mich da noch schnell durch. Na, nein. Es will einfach nicht, Leute. Es will nicht. Ich möchte nicht so lange an diesem dummen Level verbrauchen. Aber komm schon. Jetzt gib mir den P-Switch. Also gib mir die Starcoin. Dann los, bisschen schneller. Du bist lahm, du Dory. Ich glaube, du heißt Dory. Ich habe mal nachgeschaut, weil ich habe ja fürs Thumbnail habe ich ja
glaube ich, das benutzt, oder? Irgendwie, glaube ich, habe ich dann fürs Thumbnail das rausgesucht, wie das hieß. Weil ich mache ja Thumbnails, so customized und so, ne? Und da habe ich dann nachgeschaut, wie das Teil hieß. Und ich glaube, da kam dann Dory raus. Und ja, deswegen, Dory, beweg dich schneller. Okay, komm. Jetzt hier nicht sterben, bitte, ne? Ich werde das jetzt einfach nur mal sicher gehen und einfach rüberspringen, weil ich möchte jetzt hier nicht irgendwie dumm sterben. Weil ich bin einfach klein, das ist das Doofe. Wäre ich groß, da könnte man halt ein bisschen was riskieren, aber so möchte ich jetzt hier wirklich nichts mehr riskieren. So, Leute, ich werde jetzt hier einfach nur noch rüberspringen. Zack, auf den Gumma. Ich wollte halt den Koopa ganz toll töten und mit dem Koopa ganz toll die Gummas töten, aber gut. So, was ist jetzt hier? Hier ist wahrscheinlich eine... Ne, ich dachte, da wäre eine Ranke, aber hä, wie... Aber wahrscheinlich muss man auf den Block springen oder so. Nö, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich brauche sowieso den Gefahrenmast nicht. Hauptsache ins Ziel kommen. Das ist die Hauptsache hierbei, ne? Deswegen Mario Clear. Bam. Somit haben wir auch dieses Level erfolgreich. Nicht gerade, aber wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache, ne? So, werden wir einfach mal ins Castle reingehen. Und bitte, sei nicht zu schwer. Und bitte gib mir ein Power-Up direkt am Anfang, weil... Ich bin klein. Okay, ist ein Lava-Castle, also ist eigentlich egal, ob wir klein oder groß sind, weil wenn wir in die Lava fallen, dann ist es so oder so aus. Okay, das sind so Hängebrücken, oder nicht Hängebrücken, sondern so Teile, die hin und her schwenken. Kennt man, denke ich, auch aus anderen Mario, NSMB, also NSMB-Teilen, nicht Mario und allgemein, sondern einfach New Super Mario Bros. Das, glaube ich, gibt es da öfter. Zumindest kenne ich irgendwie die Art. Und da kommen also auch diese Feuerkugeln dann raus. Muss man also aufpassen. Jetzt müssen, wir hätten hier den Schwung nehmen müssen, ne? Okay, warte, ich versuche nochmal raufzukommen, oder? Kommen wir da nochmal rauf, weil ich brauche die Starcoin. Ach, Mann, ich brauche eigentlich die Starcoin, ne? Jetzt so, Knochentrocken kommen hierher. Knochentrocken sind sowieso nervige Gegner. Warte mal. Jetzt muss ich mich gleich töten lassen. Und ich bin doch gesprungen. Ich bin ernsthaft gesprungen. Aber Leute, ist, glaube ich, sogar besser. Dann wissen wir jetzt, wo die Starcoin ist. Und dann können wir auch den Schwung mitnehmen und uns die Starcoin holen. Da muss man einfach Timing haben, dann geht das schon. Also, dann wird da schon was, ne? So, jetzt hier bekommen wir, glaube ich, den Mushroom. Jo, dann gib mir den Mushroom. Und dann lass uns zu der nächsten Teil und so. Ja, Knochentrocken, nerv mich bitte nicht. Und dann müssen wir jetzt hier mit Schwung rüber. Und, warte, ich werde nochmal einmal ganz kurz mitgehen. Und dann, so, jetzt mit Schwung rüber sprinten. Ach, komm. Ach, komm schon. Muss ich mich jetzt nochmal töten, oder wie? Geht das nicht anders? Oder? Ne, ich komme hier nicht wieder rauf. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie soll man... Da muss man einfach das richtige Timing haben. Aber ich mag auch nicht solche Sachen, wo man das Timing braucht. Das mochte ich noch nie in Mario spielen, wo man einfach nur richtiges Timing... Nee, das gefällt mir nicht. Und das war jetzt schon fast doof. Ich dachte, jetzt sterbe ich. Fall in die Lava und so, oder so. Jetzt kommen hier nochmal bitte her, Plattform. Nochmal die beiden auf Nummer sicher gehen. Und Knochentrocken... Also die Knochentrocken sind natürlich hier fies platziert. Deswegen, ja doch, ich habe lieber gewartet, ich wollte halt nicht vom Knochentrocken getroffen werden. Und jetzt sind hier zwei Knochentrocken drauf. Ja, es ist ja so toll, ich mag euch ja so. Und jetzt bin ich natürlich getroffen worden, jetzt so. Gib mir den Schwung, gib mir den Schwung, gib mir den Schwung, gib mir den Schwung und... Ja, geschafft, okay. Hier braucht man wirklich einfach nur das perfekte Timing, dann geht das. Also, ja, jetzt sind wir aber nur klein, das ist das Problem. So, jetzt Wump oder Fomp oder so, ich weiß gar nicht, ich kann mich nie... erinnern, was jetzt Fomp ist, was Wump ist, aber ich glaube, das sind Fomps und Wumps sind diese viereckigen Teile, die halt sich dann, ja, die sich auch auf einen stürzen. Das sind beides das gleiche ungefähr. Nee, warte mal, müssen wir jetzt hier hoch oder hier? Irgendwo muss natürlich die Starcoin sein, nur in welcher Richtung? Ich glaube, die rechte oder? Ich weiß nicht. Rechts ist immer gut, aber jetzt sind wir links gegangen. Ich möchte eigentlich auf diese Plattform hier. So, komm, jetzt hier hoch. What? Dieser doofe, unsichtbare Block, ne? Das haben sie hundertprozentig absichtlich gemacht. Hundertprozentig, ne? Also Leute, Entwickler, ihr seid doch... Lass mal mein Headset richten. Aber ihr, nee. Also Entwickler, ihr mögt es einfach nur einen zu trollen, ne? Troll, ja, ihr seid so toll. Ah, Mann. Echt, das war jetzt echt unnötig. Da war so ein... Hast du diese... unsichtbaren Blöcke, ne? Die platziert man einfach nur, um die Spieler zu nerven. Mehr nicht. Es hat keinen anderen Sinn. Sonst, ja, was willst du sonst mit unsichtbaren Blöcken? Nichts. Ne? Vielleicht ist da sogar ein One-Up rausgekommen oder so, aber trotzdem. Um ehrlich zu sein, nö, danke. Da lohnt sich das One-Up meiner Meinung nach nicht. Jetzt lass mich doch auf den Knochentrocken. Jetzt kommt nicht Knochentrocken, bitte. Knochentrocken meine ich. So, jetzt lass mich... Ach, wieso müssen hier so viele Knochentrocken sein? Und, ach, danke für die Starcoin.
So, diesmal wissen wir, wo der unsichtbare Block ist. Wir könnten, glaube ich, auch durchsprinten, dann würden wir es, glaube ich, auch schaffen. Aber ich gehe lieber einen auf Nummer sicher, oder? Wollen wir einfach mal durchsprinten? Ja, das geht, okay. Ich hatte gerade nur schon ein bisschen Angst, aber es ging wirklich. Dadurch, dass wir einfach klein sind, ist es halt doof, ne? Aber gut, müssen wir halt mit leben. Ich hoffe einfach mal, dass wir gleich wieder ein Power-Up bekommen. Und so, warte mal, ich gehe sonst einfach mal hier rauf. Und dieser doofe, unsichtbare Block, ist da vielleicht wirklich ein Power-Up oder so drin? Das wär's natürlich, ne? Ne, hier ist ein Stern, okay. Hier ist ein Stern drin. Ja, okay. Ist zwar cool, aber trotzdem finde ich das doof. Nein, wieso habe ich den getötet? Den brauche ich dafür. Der kommt nicht wieder, oder? Habe ich recht? Der kommt doch nicht wieder, oder? Bitte, sag mir das nicht. Ihr seid doch so fies, ne? Ich muss mich jetzt töten lassen. Ja, ich kundschafte jetzt schon mal die Gegend aus, aber nö. Ach, Leute. Ihr sagt, den Stern habt ihr, guck mal, das ist doch zum Träumen gewesen. Ich dachte jetzt, okay, der Stern, ja, wenn man so etwas, ja, kann man es halt entschuldigen, ne? Aber, das ist jetzt einfach nur, war letztendlich nochmal um zu trollen, denn der Stern, da denkt man, ja, man kann jetzt hier schön durchrushen, aber man braucht eigentlich diesen FOM für, die zweite Starcoin. Und das ist natürlich doof, wenn wir ihn töten. Deswegen, ja, was sollen wir machen? Deswegen musste ich mich halt töten lassen. Also eigentlich, jetzt die Fails, okay, das war unnötig. Die Fails sind eigentlich mehr so, ja, unnötig, aber gut. Was wir machen? Ach komm, das war jetzt knapp. Fast wäre ich runtergerutscht. Und jetzt kommen nochmal hochsprinten und, ach gut. Also nicht hochsprinten, natürlich hochspringen. Sprinten kann man hoch, nicht hoch. So, und jetzt hier nochmal, zack. Und okay, dann geht das schon. So, jetzt werde ich mir den Stern einfach mal nicht schnappen. Ich dachte, man kommt vielleicht ein Power-Up oder so, aber nö. Die geben einen nur einen Stern, also in Anführungszeichen nur. Jetzt muss der mir erstmal das frei machen. Ein bisschen schneller, bitte, komm. Los, ein bisschen schneller. Ja, 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 das schaffst du noch. Ja, ja, schnell, schnell, komm. Mann, echt, das fand ich echt fies von euch Entwicklern. Ihr seid voll doof und so. Mann, komm, jetzt lass mich hier hoch, dann gehe ich hier wirklich einen auf Nummer sicher und dann, ja, geht das. Okay, gut. Knochen trocken, ja, schön für dich, du bist cool und so. Und das war jetzt echt Glück, dass ich auf den Knochen trocken gefallen bin und nicht in ihn rein. So, ich werde jetzt einfach immer einen auf Nummer sicher gehen, Leute. Und ich muss nochmal mein Headset richten, weswegen ich gerade ein bisschen ruhiger geworden bin. So, Headset richten und perfekt. Form, geh runter. Ja, hier sollte man eigentlich durchsprinten. Man kann auch durchsprinten, man hat es ja gerade eben gesehen, aber sicher ist sicher. Und aha, hier müssen wir uns dann doch beeilen. Weil, ja, sicher ist sicher, wie gesagt. Jetzt hier kommt wahrscheinlich wieder ein Knochen trocken. Ach, die Halbzeitflagge, ja, es geht doch. Glücklicherweise sind wir nicht weitergelaufen und schon vorher gestorben, sonst hätten wir die Halbzeitflagge bekommen und dann wäre es auch doof gewesen. So, was ist hier? Hier ist ein One-Up. Yo, krank, Alter. Nee, das One-Up, dafür riskiere ich jetzt hier nicht mein Leben. Dafür gehe ich jetzt lieber hier hoch. Und da ist die Starcoin also. Okay, die ist nicht allzu schwer. Das ging noch, das ging noch. Ich habe alle drei Starcoins jetzt einfach nur noch zum Ziel, beziehungsweise zum Bowser Junior. Aber wieder sieht es aus, als würden wir nur drei Level schaffen. Das wäre echt mager, um ehrlich zu sein. Sehr, sehr mager. So, komm. Und weiter. Komm, wir schaffen das noch, wir schaffen das noch. Diese ganzen Plattformen, ne? Die machen mich gerade Chöre. Aber wir haben es geschafft. Okay, ich hoffe mal, da rechts geht es nicht weiter zu einem Secret Exit oder so. Wer weiß, man kann den Entwicklern alles zutrauen, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es nicht so ist. Und was? Okay. Mega Goomba. Okay. So, was ist das jetzt hier? Jetzt muss man hier irgendwie auf ihn raufspringen und dann kann, aha, dann kann man hoch. Aber wisst ihr was? Ich kann ihn einfach so töten, ne? Also ich kann ihn auch so töten. Was? Nee, stipp, 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 stipp. Komm, ich habe keinen Bock jetzt irgendwie das auf... Ja, voll cool machen oder so. Nee, okay, jetzt muss ich das so machen. Jetzt muss ich das leider so machen. Jetzt gehe ich hier hoch und zack und dann bam, bam. Aha, wir müssen auf ihn ein... sorry, ich bin gerade ein bisschen perplex. Eine Stampfattacke machen, ne? Komm, komm, komm jetzt. Ach, das ist echt doof. Das gefällt mir nicht, der Boss, der gefällt mir nicht. Nein, 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 nein. Okay, glücklicherweise sind wir hier safe. Das ist sonst auch doof. So. Okay, das war natürlich doof. Jetzt haben wir es ein bisschen doof platziert. Ja, Mega Goomba. Boah, der ist so nervig, ne? Vor allem, das wackelt die ganze Zeit. Das ist auch noch so nervig. Okay, komm. Ach, es geht... Nein, nein, nicht sterben. So, komm. Und dann... Ja, komm. Ist das denn tot, bitte? Ja, es ist ein Tod. Okay, durch die Feuerblumen haben wir ihn viel abgezogen. Ja, sorry, ich war gerade ein bisschen ruhiger, weil der Bosskampf... Also, an sich leiser. Jetzt nicht, an, dass ich weniger gesprochen habe, aber leiser... Weil, ja, ich musste mich konzentrieren auf den Bossfight. Okay, Welt 4 haben wir geschafft. Welt 5 waren wir ja schon. Da müssen wir jetzt hier nichts mehr machen. Das heißt, die nächste Welt heißt Welt 6.
Ich weiß nicht, machen wir jetzt die noch in diesem Part? Ja, wir sind so wenig, ja, weit hinten dran. Also, was heißt, wir machen ja natürlich kein Wettrennen, aber ich meine, mit hinten dran, wir schaffen einfach wenig Level. Das gefällt nicht. Und ich habe Schluck auf. Und das sind Kugelbillies. Okay, das ist das Team dieses Levels, wie es aussieht. Kugelbillies, ganz, ganz, ganz viele. Und ich werde mir einfach mal den Mushroom schnappen. Leute, ich werde jetzt einfach mal versuchen, hier noch das One-Up nicht zu verlieren. Wenn das so ist, ist es nicht schlimm, weil wir sind am Anfang der Welt. Und deswegen ist es überhaupt nicht schlimm, wenn wir jetzt sterben. Dann würde ich halt den Part beenden. Aber ich versuche trotzdem nochmal das Level zu machen, weil die ersten Levels, Levels einer Welt sind ja nie so schwierig. Und auch etwas kürzer. Also wir sollten es schaffen, aber wir werden es dann ja sehen. Ach, hier müssen wir uns beeilen oder was, okay? Hier, oh, wow, was war das jetzt? Nein! Okay, Hilfe, hier ist die Starcoin. In einem Wandsprung erreichen wir auch die, aber gut, ich muss gerade mal ein bisschen schauen, weil hier sind überall Kugelwillis. Da muss man immer schauen, wohin man geht. Okay, hier ist ein kleiner Gang, vielleicht bekommen wir einen Power-Up und dort sehe ich die zweite Starcoin. Ich denke mal, dass es die zweite ist, aber das Level geht schnell voran. Also, wie gesagt, die ersten Level sind halt nicht so schwierig, wir sollten das eigentlich schaffen. Der Fail am Anfang war halt nur, ja, ein unnötiger Fail und mehr auch nicht. Also ich denke mal nicht, dass das jetzt so, ja, so, dass ich da wirklich jetzt noobig war. Das war einfach nur ein Fail. Das passiert mal, so ein kleiner Fail, ne? Okay, gut. So, hier nochmal, zack, und, okay, noob bin ich sowieso, aber halt nicht so wie sonst. Und hier bekommt man mal echt viele Power-Ups. Also das Level scheint mir wirklich sehr leicht. Okay, das war jetzt natürlich ein bisschen doof, aber sonst ist das Level recht leicht, ne? Okay, hier ist es natürlich gerade ein bisschen doof, weil du einfach überall beschossen wirst und ich muss erstmal gerade mal eine Feuerblume einsetzen. Erstmal Feuerblume, ich bin gerade nur unsicher, wo die Kugelwillis kommen, deswegen habe ich gerade ein bisschen gezögert. Wohin muss ich denn? Ich glaube über den Blaster, oder? Ich glaube, ich gehe mal darüber. Jetzt kommt noch mal ein Kugelwilli und dann gehe ich hier rüber und nö, das will nicht, so wie ich möchte. Und nein. Ach komm, jetzt gehe ich einfach hier runter, dann halt nicht. Ich dachte, da kommt man vielleicht hoch. Ich denke mal, da ist aber auch die Starcoin, oder? Irgendwie bin ich mir sehr sicher und ich habe jetzt gerade nicht geschaut. Okay, das Level scheint doch schwieriger als ich dachte, weil hier sind wirklich sehr, sehr viele Kugelwillis und da muss man echt schauen. Okay, hier ist die Starcoin. So, warte mal. What? Say what in the what? Keine Ahnung. Kugelwilli. Ja, und wir haben es geschafft. What? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. In 17 Minuten. 3 Level. Ein Wunder ist geschehen. Ha. Okay. Erstmal durchatmen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir sterben. Ich muss mich auch bei diesem Level so konzentrieren. Überall waren Kugelwillis, also alter Verwalter. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Welt 6-2 würde ich dann sagen, ne? Sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.